Hallo und willkommen zu meinem Video über Pending Order bei Pocket Option. Also über meine Pending Order Strategie, um genau zu sein. Im letzten Video habe ich schon gezeigt, wie Pending Order funktioniert hier, wie man die einstellt. Hier kann man so nach der Zeit richten, hier nach dem Preis. Hier findet man die eventuell offenen. Hier ist die Zeit oder der Preis, das Set, Minimum Payout, Handelsbetrag, Laufzeit. Ganz einfach eigentlich. Heute will ich auf meine Strategie dazu eingehen. Ich persönlich mag die Nutzung von dem Fibonacci Retracement. Das lässt sich hier allerdings nicht zeichnen. Hier gibt es nur Linien, Anzeichenmöglichkeiten. Aus dem Grund nutze ich dazu den MetaTrader noch. Wir haben jetzt auch kritisch von US-Dollar. 5 Minuten Zeitrahmen. So, schauen wir mal kurz nach den Kursen. 27897, 27883 liegen ganz klein wenig aufeinander, das ist aber nicht weiter tragisch. Im Normalfall. Hier ist das Retracement. Ich nutze den MetaTrader von IT Market. Hier würde ich das jetzt hier so drüber zeichnen. Da wir binäre Optionen handeln, nehme ich die Open und Close Werte. Circa. Da sieht man hier, dass bei der Bewegung die 50 hier fast erreicht ist. Die 50 und die 61 sind ein Umkehrpunkt mit einer hohen Wahrscheinlichkeit. Man könnte also mal gucken, was wir da für einen Wert haben. Sollen wir annehmen, dass sich der Trend hier weiter fortsetzt. Dann zeichnen wir das Fibonacci-Retracement. Wir können uns eine Linie zeichnen und können wir uns hier den Wert markieren und hier hinten den Wert ablesen. Wie gesagt, die 50 und die 61 sind Umkehrpunkte mit einer hohen Wahrscheinlichkeit. Wie wir sehen, die 50 wurde hier auch durchbrochen und sieht jetzt auch nach einem Umkehrpunkt aus. Könnte man einmal zum Beispiel vorher schon bei der 50 eine Pending Order als Call Option platzieren oder bei der 61, wenn man sicherer gehen will. Man könnte auch, das werde ich jetzt tun, wenn man sagt, okay, der ist schon in der Umkehrphase. Bei der 23 muss ich mich ja beeilen. Also bei 1,2789, britisch Pfund US-Dollar, 1,2789, machen wir 60%, dass der auf jeden Fall durchgeht. Und für den 5-Minuten-Zeitrahmen machen wir 15 Minuten. 3 Kerzen lang. So, dann platziere ich die. Die ist jetzt etwa hier angesiedelt. Wenn also der Preis etwa den Punkt durchbricht, nach oben, dann wird die Order ausgeführt. Nochmal gucken, dass es das richtige Asset ist. Ja, stimmt. Und hier also noch eine 9, wenn die 9 nach oben gebrochen wird. Wenn sich also der Trend nach oben fortsetzt. Das sind zwei Varianten, wie man das Ganze benutzen kann. Wenn, das sieht man aber in anderen Videos von mir, die 61 nach unten gebrochen wird, stark, dann würde man das als Trendende sehen. Hinten zeichnen. Da sieht man auch hier, dass schön die 50 erreicht wurde. Danach ging es wieder weiter in Trendrichtung. Also der Fibonacci ist wirklich ein schönes Tool zum Handeln von binären Optionen und auch Forex. Ich hoffe, ich kann zeigen, wie man die Pending Order zum Beispiel nutzen kann. Es gibt natürlich viele Möglichkeiten dafür. Man kann auch Trendlinien zeichnen. Oder sehr gut funktioniert es noch mit Support und Resistance. Wenn beispielsweise dieses Level oder beliebt ist auch der dieses Level nach oben gebrochen wird, dann ist auch eine Aufwärtsbewegung nicht unwahrscheinlich. Das ist eigentlich alles ein bisschen riskanter als mit dem Fibonacci. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, dann abonnieren Sie unten meinen Kanal und hinterlassen mir einen Kommentar, beziehungsweise liken und sharen das Video. Und ansonsten wünsche ich viel Glück beim Handeln.